Sie stehen am Signal kurz vor Berlin Hauptbahnhof. Warten Sie, bis der ICE passiert ist und fahren Sie Ihren Zug dann auf Berlin Hauptbahnhof Gleis 3. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Train Simulator Classic. Wir befinden uns heute auf der Strecke Berlin-Leipzig Remastered. Und ja, es ist eine Weile her, dass wir mal wieder im TS waren. Nun ist es mal wieder an der Zeit. Wir befinden uns heute im Auftrag der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft, kurz ODEG, und fahren heute mit dem Twindex, ich glaube auf der Linie 4 Richtung Rathenow. Wir setzen uns direkt mal hier rein. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn wir können gleich schon los. Wir schalten hier einmal das Pult ein, machen den Richtungswender nach vorne. Zack, zack. Licht bräuchten wir auch einmal. Und dann schalten wir nochmal das Pult auf. Sondern wir schließen es auf. Genau. Hier fährt der ICE vorbei. Ein Velaro D. Die Bremsen ziehen wir noch ein Stück an. Und dann schalten wir noch einmal natürlich die SIFA und die PZB an. Und jetzt müssen wir nur noch warten, dass das Signal, was hier von den Bäumen verdeckt ist, auf grün springt. Und dann können wir auch schon los. Ich sehe, das Licht fehlt noch und die Zielanzeige müssen wir noch umstellen. Wir fahren Richtung wahrscheinlich Richtung Jüterbog. Richtig. Genau, Jüterbog, unser letztes Ziel quasi. Hier noch ein Intercity, wir können jetzt aber los. Unser erster Halt ist Berlin Hauptbahnhof. Und ja, wie gesagt, es ist eine Weile her. In der letzten Zeit gab es dann doch eher OMSI und teilweise halt auch anderen Content und weniger TS. Die Backstory dazu erzähle ich euch gleich noch, denn es gab ein paar Probleme mit dem TS. Die habe ich jetzt größtenteils gelöst. Dementsprechend können wir auch wieder mal eine entspannte, gepflegte Runde hier fahren. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir auf Berlin-Leipzig Remastered schon mal unterwegs waren. Auf Berlin-Leipzig an sich glaube ich schon. Aber wie gesagt, auf Remastered weiß ich nicht. Das Ganze, wie gesagt, heute mit dem Twindex, den die ODEG natürlich so nicht hat. Trotzdem ein ganz nettes Repaint, aber da können wir später auch nochmal drüber quatschen. Denn die ODEG und bezüglich neue Fahrzeuge, da gibt es auch nochmal Neuerungen. Beziehungsweise eigentlich ist das keine Neuerung mehr, das sollten mehr oder weniger schon einige wissen. Aber trotzdem vielleicht mal ganz interessant, denn die ODEG bekommt Neufahrzeuge. So, wir schalten hier mal kurz das Führerstandslicht ein. Denn hier im Führerstand wird es dunkler, hier im Fahrgastraum nicht, hier ist es hell. Und dann kommen wir hier am Hauptbahnhof auf Gleis 3 gleich an. Ich würde dann auch direkt versuchen, mal an der richtigen H-Tafel zu halten. Ich glaube, das sollte nämlich die zweite oder erste H-Tafel sein. So, wir bremsen mal mit der E-Bremse. Genau, das ist nämlich die dort kommt. Ah, wir sind ein bisschen langsam. Naja, dann fahren wir halt etwas entspannter hier in den Bahnhof ein. So. Kommen dann aber dann doch rechtzeitig zum Stehen. So. Dann einmal die Türen auf, perfekt. Jetzt können wir einmal aussteigen. Es wird hier tatsächlich direkt ein bisschen leise. Denn der Twindex ist im Stand gar nicht so laut. Ich sehe, wir haben tatsächlich relativ gut gehalten. Was ich aber auch spüre, wir haben hier einen FPS-Einbruch. Hier ein schöner Dosto von TTB, glaube ich. Und hier drüben der ICE, der uns gerade überholt hat. Und hier auf dem Gleis höre ich etwas einfahren. Vielleicht ist es aber auch nur ein Zug in der Ferne. Genau, und dann warten wir einmal, dass wir hier wieder abfahren können. So, die Türen schließen sich. Wir fahren jetzt weiter. Unser nächster Halt ist Potsdamer Platz auf Gleis 2.
Nicht wundern, ich habe das jetzt kurz rausgeschnitten, da wir hier tatsächlich gerade 6 Minuten stehen mussten. Und das fand ich dann doch schon ein bisschen zu viel, als dass ich das im Video lasse. Denn das wäre einfach nur 6 Minuten unangenehme Stille am Berliner Hauptbahnhof. Ja, dafür geht's jetzt aber richtig los. Wie gesagt, der nächste Halt ist Potsdamer Platz. Wir haben ja Ausfahrt mit 80 km/h, so zeigt es uns zumindest das Signal. Das Head-Up-Display sagt 120. Ah, jetzt springt es auch um, perfekt. Und ja, ich habe das Szenario gerade schon ein bisschen angetestet. Wir werden hier gleich auf ein anderes Gleis umgeleitet. Zwei hier. Ich muss sagen, ich finde die Stimme hier vom TwinDecks etwas lustig. Die ist nämlich extremst tief. Gar nicht, können wir hier das Licht noch mal heller machen? Nee, wir können es nur umschalten. Schade. Ja, dann gehen wir mal auf die 80 hoch. Nächster Halt, Potsdamer Platz. Den kennt man ja. So, da können wir, denke ich mal, ganz langsam anfangen zu bremsen, denn der Potsdamer Platz ist gar nicht so lang und wir müssen da schon relativ gut stehen. So. Außerdem weiß ich nicht, wo hier die Harttafeln stehen. Ah, ganz am Ende. Okay. Dann rollen wir auch mal bis zum Ende durch. So. Und bleiben dann hier aber stehen. Na. Okay, perfekt. Ja. Das war jetzt gar nicht so ein langer Abschnitt. Und irgendwie ist es hier leicht überbelichtet. Aber hier drüben steht auch ein Kollege. RE1 nach Magdeburg. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Ab dem nächsten Jahr wird es sicherlich, beziehungsweise Ende dieses Jahres wird es sicherlich realistisch sein. Denn die ODEC übernimmt ja ab dem Fahrplanwechsel dieses Jahr den RE1. So, die Türen schließen. Nächster Halt Berlin-Südkreuz. Damit können wir weiter. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz raus. Perfekt. Ja, zum Fahrplanwechsel übernimmt die ODEC, glaube ich, den RE1. Wenn das nicht stimmt, korrigiert mich gerne. Ja, aber dann wird das auf jeden Fall, denke ich mal, realistischer sein. Ja. So, Südkreuz, das ist dann auch mehr oder weniger zum Glück der letzte, beziehungsweise nicht mehr im Tunnel. Denn ich finde es hier im Tunnel etwas zu dunkel. Und ja, eigentlich wollte ich ein anderes Szenario fahren, von TrainFE. Allerdings hat das bei mir so ein bisschen Probleme gemacht. Erst hat der meinen Zug falsch gespawnt und dann sind die Signale nicht auf Fahrt umgesprungen. Dementsprechend fahren wir heute dieses Szenario. Ja. So, apropos. Ah, okay. Ah, ich dachte, das halt erwarten wäre für uns. Aber es ist nicht für uns. So, da geht's raus an die frische Luft. Können wir das Cap-Licht ausmachen? Wunderbar. Mal ein kurzes Foto geschossen. Ja, hier geht's tatsächlich relativ steil hoch und hier kommt dann auch eine relativ scharfe Kante. Da merken wir auch, da gehen wir einmal hoch. Da nicken einmal kurz die Köpfe im gesamten Zug. Nein. Ja. So, Berlin-Südkreuz.
Ich bin gespannt, ob wir jetzt auch gleich wieder hier die 70er-Ankündigung bekommen. Denn meistens wird man hier auf so ein anderes Gleis umgeleitet. Ja, da vorne sehe ich auch schon das blinkende KS-Signal. Auf 80 werden wir gleich runtergebremst. Das ist gut zu wissen. So. Damit sind wir auf den 80. Und dann rollen wir hier in Südkreuz ein. Jetzt wollte ich gerade schon Gesundbrunnen sagen, aber das wäre falsch. Ja, rechts wunderschön die S-Bahn. Es ruckelt hier tatsächlich ein wenig. Also, na gut, das hat man ja sowieso manchmal im TS, dass wir hier generelle Frame-Zusammenbrüche haben. Ich weiß gar nicht, wo haben wir denn hier? Ja, ganz am Ende des Bahnsteigs haben wir die Harttafeln immer. Also eigentlich kenne ich das vom Südkreuz so, dass hier mehr Harttafeln stehen. Entweder fehlen mir Objekte auf der Karte oder das ist auf der Karte einfach nicht dargestellt. Aber dann rollen wir halt bis zum Ende durch. Das ist auch kein Problem. So. Ich habe das Gefühl, dass der, dass das Fahrzeug hier ein bisschen Probleme hat, in den unteren Geschwindigkeiten dann doch zum Stehen zu kommen. Naja. Ja, hier die Baureihe 84 von Train Team Berlin, wirklich ein sehr, sehr schönes Modell. Ja, der fährt jetzt hier auch ab. S1 nach Oranienburg, natürlich falsch. Das Spitzenlicht ist auch ausgeschaltet, ist natürlich auch falsch. Also so sollte man nicht fahren. Ja, ein ziemlich verantwortungsloser Fahrer, würde ich an der Stelle sagen. Aber gut. So, wir gucken jetzt mal, wann wir hier abfahren sollen. Um 15 in 2 Minuten. Heißt also, das schneide ich dann gleich nochmal raus. So, damit ist es gleich 15, heißt also, die Türen sollten sich gleich schließen. So, da bekommen wir die Meldung. Berlin-Lichterfelde Ost auf Gleis 3 ist unser nächster Halt. Ja, wir sind zwar ein RE, wir merken aber schon, wir halten dafür ziemlich oft an. Ja, ist halt einfach so. Wir sind überwacht auf 45 km/h, aber ich denke, wir können uns gleich befreien. Ja, allerdings müssen wir erstmal warten, dass wir hier aus dem Weichenbereich raus sind. Ja, natürlich nochmal zur Info, also ich denke, den meisten sollte es bewusst sein, aber dieses Fahrzeug fährt natürlich in Realität nicht bei der ODEC. Das ist ein fiktives Repaint, ein sehr schönes Repaint, wie ich finde. Aber ja, leider nicht real. Die DB hat diese Fahrzeuge tatsächlich. Allerdings nicht in dieser Lackierung, sondern in dem klassischen Verkehrsrot. Also dem klassischen Rot der DB. Genau. Ich glaube, ich habe hier sogar eine Display-Modifikation drin. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, die Displays sehen nämlich standardmäßig ein bisschen anders aus. Und ich weiß auch nicht, ob hier dann der elektronische Buchfahrplan drin wäre. Der ist natürlich nicht funktionsfähig, also da steht zwar Fahrplan gültig, all sowas, aber ja, wir sind nicht am Köln Hauptbahnhof und wir fahren auch nicht nach Köln-Messe-Deutz. Wir sind hier in Berlin, dementsprechend können wir das gepflegt ignorieren. Ist ja auch nur ein Standbild. So, wir können auf 120 km/h beschleunigen und dann können wir vorne gleich auf 140 beschleunigen. Ja, ich muss sagen, mir gefällt die Karte wirklich sehr gut. Man benötigt zwar wirklich sehr viele Freeware-Objekte, um diese Remastered-Version hier zum Laufen zu bekommen. Aber wenn man sie zum Laufen bekommt, dann ist sie dann doch wirklich schön. Und da ich schon sagen muss, dass Berlin-Leipzig sowieso eine sehr schöne Karte ist, standardmäßig, macht es das hier natürlich nur noch mal ein Stück besser. Also hier kommt nochmal ein bisschen mehr Vegetation dazu und nochmal schönere Gleise. Ja, und das Ganze sieht einfach nochmal ein Stück schöner aus. Alles ein bisschen aufgehübscht. So, jetzt kommen wir hier gleich an einem S-Bahnhof vorbei.
Ja, vorher gehen wir aber erstmal auf die 140. Da vorne können wir auch gleich 160. So, da brausen wir am S-Bahnhof vorbei. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, der Zug hat sowas wie einen Tempomaten, aber keine AFB. Naja. Ja, theoretisch können wir hier 160. Wir bleiben jetzt aber erstmal auf den 140, da wir ja in 2 Kilometer oder eigentlich 2 Kilometer an Berlin-Lichterfelde Ost haben. Es lohnt sich also gar nicht mehr. Ja, und da ich schlechte Erfahrungen gemacht habe mit dem Einfahren in Lichterfelde Ost, bin ich da manchmal ein bisschen vorsichtiger. Dementsprechend können wir zum Beispiel jetzt schon mal mit der E-Bremse ein bisschen runterbremsen. Ja, leider in dem Szenario keine Ansagen. Ich glaube, in dem vom TrainFW, was ich ursprünglich fahren wollte, wären Ansagen drin gewesen. Ja, aber hier leider nicht. Leider nicht. Ich finde, das hübscht so ein Szenario dann doch nochmal ein bisschen auf. Genau. So, hier kommt uns tatsächlich ein Twindex der DB Regio entgegen. Und dann fahren wir hier in Lichter... Huch, das wollte ich jetzt nicht. In Lichterfelde Ost ein. Jetzt haben wir ein bisschen stark gebremst gerade. Aber wir rollen mal ganz bis zum Ende durch. Wir sehen auch auf dem Head-Up-Display... Ja, jetzt sind wir komplett drin. Perfekt. So. Türen auf. Gucken wir nochmal hinten. Sehr schön. Ja, ich bitte es zu entschuldigen. Also, ich weiß leider nicht. Es liegt an meiner Maus, wenn wir hier uns manchmal umgucken, dass ich dann manchmal in der Luft so stehen bleibe. Oder dass ich mich nicht richtig umschauen kann, dass ich dann hängen bleibe. So wie zum Beispiel jetzt. Das liegt an meiner Maus. Ich weiß nicht, was mit meiner rechten Maustaste los ist. Das habe ich jetzt seit einer Weile schon so. Allerdings auch nur in manchen Spielen. Ja. So, wir können abfahren. Nächster halt Teltowstadt. Ja. Fahren wir mal ab. Man kann mit dem Twindex doch relativ zügig anfahren. Da der ziemlich viel Leistung hat. Also wenn wir jetzt hier mal den voll auf den Tisch packen, den Hebel, dann zieht er schon ordentlich für so ein großes Fahrzeug. Finde ich eigentlich ganz nett. Dann kann man nämlich auch mal sich ein bisschen mehr beeilen. Aber ja, immer sollte man das nicht machen. Wir können uns ja nochmal den Fahrgastraum anschauen. So sieht das Fahrzeug von innen aus. Ja, hier mit den DB-Sitzen. Ist natürlich ein bisschen unrealistisch, aber wahrscheinlich ging es leider nicht anders mit dem Repaint. Genau. So, 160. Telto kommt in 4 Kilometern. Dementsprechend fahren wir unsere Geschwindigkeit mal komplett aus. Und ja, ich hatte vorhin erwähnt, dass ich ein paar Probleme mit dem TS habe, beziehungsweise hatte. Ich weiß leider nicht, woran das lag. Allerdings, wenn ich das Spiel gestartet habe, hat sich das schon beim Starten aufgehangen. Und zwar, wenn man das Spiel startet, dann lädt er so gewisse Dinge, also die ganzen Objekte und all sowas. Und da gibt es auch den Ladezustand, Ladeszenario-Bank oder irgendwie so ähnlich. Ja, und der hat sich bei diesem Ladezustand, sag ich mal, immer aufgehangen und ist dann abgeschmiert. Also es hat sich einfach wortlos geschlossen, das Programm. Ja, das habe ich lange Zeit nicht gelöst bekommen. Jetzt ist es von jetzt auf gleich einfach verschwunden, das Problem. Wohin das Problem ist, weiß ich nicht. Was ich weiß, wir müssen jetzt ordentlich in die Eisen. Denn wir bekommen hier eine Geschwindigkeitsveränderung und wir wissen, was das bei der PZB bedeutet. Einmal ordentlich bremsen. So. Ich wollte jetzt nur keine Zwangse bekommen.
Die Bremsen vom Twin Decks finde ich ein wenig gewöhnungsbedürftig. Ja, da man zum Beispiel, also ich kann es ja mal kurz demonstrieren. Wenn ich jetzt mit der E-Bremse bremse und dann die volle Bremse anziehe, geht die E-Bremse wieder auf 0. Finde ich ein bisschen seltsam, ein bisschen anstrengend ist es auch, aber ertragbar. Ja. So, Telto Gleis 3. Und ich glaube, wir haben deswegen die Geschwindigkeitsveränderung bekommen, weil wir hier gleich auf ein Nebengleis kommen, beziehungsweise hier von der Hauptstrecke abweichen und dann auf das Gleis für den Bahnsteig kommen. So. Teltow. Ist ja nicht Teltow Stadt, der ist ja etwas weiter rechts von uns, glaube ich. Also irgendwo dort. Können wir aber gleich gucken. Erstmal müssen wir gucken, dass wir hier ordentlich zum Stehen kommen. Wir rollen einfach wieder bis zur Harttafel durch. Das sollte so hinkommen. Ja, halten wir den Wagen mal hier an. Perfekt. So, Türen auf. Und dann können wir uns hier mal umschauen. Genau, das war das, was ich meinte. Also zum Beispiel ein ICE würde jetzt hier auf diesem mittleren Gleis durchfahren und wir fahren halt hier rechts rauf. So. Genau, und irgendwo dort hinten müsste dann S-Bahnhof Teltow Stadt sein, glaube ich. Oder dort. Irgendwo dort. Ich glaube dort. Naja. Aber Teltow ist Teltow und wird es auch immer bleiben. So, nächster Halt. Großbeeren auf Gleis 1. Ein sehr schöner Bahnhof, wie ich finde. Ich war dort mal mit Uber. Auf meinem Zweitkanal habe ich da auch ein ganz kleines Video zu gemacht. Wer meinen Zweitkanal nicht kennt, JM Spotting Clips. Ja, der Name sagt schon aus, was es ist. Quasi ein Kanal, wo ich mal so mehr oder weniger kleine Clips hochlade, die ich so im ÖPNV aufnehme. Meistens ein bisschen klein zusammengeschnitten, auch jetzt nur für zwischendurch. Also ich schneide die dann einzelne Clips auch mal kurz zusammen und ja, lade die dann hoch. Also die gehen manchmal nicht mal nur eine Minute, manchmal auch 3 Minuten. Also nichts Großes. Aber da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da kommt ab und zu auch mal ein kleineres Video. So, 80 können wir hier. Und jetzt 200, das ist ein bisschen überambitioniert. Wir können nämlich mit diesem Fahrzeug maximal 160 fahren. Ich glaube, darauf ist er auch zugelassen. Das sollte hier auch irgendwo stehen. Genau. Höchste zulässige Geschwindigkeit 160 km/h. Beziehungsweise da steht KMM. Aber gemein sind wahrscheinlich km/h. Ja, hier kommt der Güterbahnhof von Großbeeren. Auch sehr interessant. Aber da fahren wir natürlich jetzt mit hoher Geschwindigkeit dran vorbei. So, aber wir werden auch hier jetzt nicht auf die 160 gehen. Ich würde nämlich dann doch, ja, nicht unbedingt da durchfahren durch den Bahnhof. Ich bin, wie gesagt, also ihr merkt das, ich bin extrem vorsichtig mit diesem Fahrzeug und den Bremsen. Das liegt halt einfach daran, dass ich das Fahrzeug wirklich sehr selten fahre. Ich mag das Fahrzeug zwar sehr gerne, aber ja, ich weiß nicht. Oft fahren tue ich es trotzdem nicht. Woran das liegt, weiß ich nicht. Aber dementsprechend bin ich nicht ganz geübt, was die Bremsen hier angeht. Das haben wir auch heute schon mehrmals gesehen, dass wir da ein wenig ja, härter gebremst haben. So, Großbeeren, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt sind wir ein bisschen zu langsam. So, hier ist aber ganz schön viel los für Großbären.
So, da vorne sehe ich eine 143 oder ähnliches. So. Damit sind wir drin im Bahnsteig und können die Türen öffnen. Ja, dieser Zug fährt wahrscheinlich jetzt hier in den Güterbahnhof. Mit den Kesselwagen hinten dran. Sehr schön. Von Uto. Uto kenne ich leider nicht. Aber ja. Ah, da sehen wir. Ein bisschen stehen wir draußen. Der Zug ist ein bisschen zu lang für den Bahnsteig wahrscheinlich. Wir mal hier gucken. Ja, ein bisschen könnten wir noch vor, aber das sollte so passen. So, Birkengrund Süd. Auf Gleis 35, okay. Interessante Gleiszahl. Aber okay. So. Wir fahren los. Richtung Birkengrund. Ja, dann nochmal zur UDEC. Ich hatte das vorhin kurz angesprochen. Wie gesagt, das Fahrzeug ist ja hier fiktiv, das habe ich ja vorhin schon erklärt. Aber die UDEC bekommt tatsächlich neue Fahrzeuge. Derzeit fährt ja die UDEC, glaube ich, mit KISS und Stadler GTW und ähnlichem Fahrzeugen. Ja, allerdings reicht das wahrscheinlich nicht aus, beziehungsweise die KISS kommen jetzt auch wahrscheinlich irgendwie in die Jahre oder es herrscht einfach Wagenmangel, keine Ahnung. Auf jeden Fall bekommt die UDEC neue Fahrzeuge. Und zwar, na, den Hersteller kenne ich gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Bombardier oder Stadler war. Vielleicht ist es auch Siemens. Ja, ich glaube, es war Siemens. Siemens oder Stadler, ja, ist ja auch egal. Und zwar die Zero HC. Ich glaube, die UDEC hat schon ein paar Fahrzeuge davon oder eins. Ich weiß nicht, wie viele. Auf jeden Fall sind schon welche im Bestand der UDEC. Ob die schon im Linienbetrieb sind, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ja, aber die sollen ab, weiß ich nicht, vielleicht 2024, 2025, keine Ahnung, in den Linienbetrieb reinkommen. Und dann hat die UDEC neue Fahrzeuge. Ja, das Besondere an denen ist, die ersten beiden Wagen, also der erste vorne und der erste hinten quasi, die sind einstöckig und in der Mitte dann wieder doppelstöckig. Inwiefern sinnvoll das ist, weiß ich leider nicht, aber es wird schon bestimmt seinen Sinn haben. Die Fahrzeuge wurden, glaube ich, auch auf der InnoTrans dieses Jahr vorgestellt. So. Birkengrund Süd. Wir haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60, eine Ankündigung. Da vorne kommt Birkengrund, sehr schön. Und dann fahren wir, ja, mit 50, sollte gehen, 45. So, dann bringen wir das Fahrzeug auch hier wieder zum Stehen. Wir gucken mal, dass wir jetzt vielleicht ein Stück weiter vorfahren, wie gerade eben in Großbeeren. Dass auch wirklich der komplette Zug drin ist. Ich glaube, jetzt sind wir ein Stück zu weit draußen. Na, mal gucken. Na, passt doch. Mal gucken, wie es hinten ist. Jawohl, perfekt. Sehr schön. Ich muss wirklich sagen, also es sieht echt nicht schlecht aus, das Repaint. Echt super gemacht. Ah, da vorne steht ein Dosto. Ein Dosto der DB-Regio. Und wir können auch gleich schon abfahren.
Nächster Halt, Ludwigsfelde. So. Dann einmal Bremsen lösen. Und dann geht's los. Wir sind überwacht auf 45 km/h. Jetzt gucken wir mal, wie viele Stationen wir überhaupt noch haben. Ja, wir haben jetzt noch Ludwigsfelde, dann Luckenwalde und dann kommt Jüterbog. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, ob wir das Video hier auch beenden können ohne Zwangsbremsung heute. Mal sehen. Wir wissen es nicht. Bisher haben wir es geschafft, ohne Zwangsbremsung durchzukommen. Mal sehen. Wie gesagt, ich bin generell relativ wenig in letzter Zeit Train Simulator gefahren. In den letzten Monaten. Wie gesagt, durch die Probleme, die ich halt mit dem Spiel hatte. Und das war eigentlich auch nicht das... Ja, da sind wir wieder beim Thema. Sprechen wir gerade drüber, wie in der letzten Folge. Ja, haben wir jetzt eine Zwangsbremsung bekommen. Das ist natürlich sehr schön. Passt mal wieder zum Thema. Jetzt weiß ich gar nicht, wie funktioniert denn das jetzt hier? Kann ich jetzt einfach die Bremsen lösen, oder? Ja, also der Bremsdruck geht runter. Können wir jetzt wieder los? Ja, perfekt. Ja, das war mir jetzt irgendwie klar, dass das passieren wird. Denn immer wenn ich über irgendwelche Dinge spreche, die nicht so gut sind, treten sie auch irgendwie ein. Beispiel letzte Folge, ich spreche darüber, ja, dass ich gerne ohne Kollision fahre und im nächsten Moment crashe ich in ein Auto in OMSI. Ja. Aber gut, haben wir nicht gesehen, hat keiner gesehen, fahren wir einfach weiter. Wir können hier auch im Twindex die Fahrer... Perspektive ein bisschen umstellen. Also wir können uns hier ein bisschen niedriger setzen. Finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Ein bisschen zu niedrig für meinen Geschmack. Also vor allem, weil dann der, ja, der Hebel hier ein bisschen groß ist. Aber die andere Perspektive, die wir haben, die hier, ist dann wiederum zu hoch. Also da trifft diese Sitzperspektive schon ein gutes Mittelmaß. So, wir gehen jetzt mal hoch auf 60 km/h. Nächster Halt Ludwigsfelde auf Bahnsteig A, Gleis 2501. Interessant. Da kommt uns ein RE entgegen. Und, oh, was steht denn da? Sehr schön. So. Dann rollen wir hier in Ludwigsfelde auch schon theoretisch eher ein. Und ja, ich hatte ja in der letzten Folge angesprochen, dass ich versuche, so ein bisschen aktiver zumindest zu sein auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, das gelingt mir auch mit diesem Video. Das letzte Video ist jetzt gerade mal 5 Tage her. Also ein relativ kurzer Abstand für mein ja, Upload-Verhältnis. Manchmal lasse ich euch ja fast einen Monat auf ein nächstes Video warten, was natürlich nicht so schön ist. Das kann ich auch, das sehe ich auch ein. Aber okay. So, Ludwigsfelde, Türen auf. Na, ja, der kauft sich hier Fahrkarten. Können ja hier auch nochmal gucken. Hier, ich weiß nicht, sind das Kohlewagen? Auf jeden Fall irgendwas wird da drin ja transportiert werden. Und hier sehr schön die 294. Von DTG ist das Modell, glaube ich. Okay, wir sollen uns beeilen. Das ist sehr gut, dass uns das jetzt gesagt wird. Dann beeilen wir uns jetzt auch. Geben wir ein bisschen mehr Leistung, mal so 80% und nicht 50. Ja, wir können auch gleich voll geben. So, obwohl ich glaube, das zieht schon ordentlich hinten. Also, ja... Verlassen mit 55 knapp den Bahnsteig. Das ist schon echt krass. So. Jetzt kommt Luckenwalde in 24 km/h.
Heißt also, wir haben ein bisschen was zu fahren jetzt. Das ist jetzt wahrscheinlich der längste Abschnitt, den wir haben. Aber gut, dann können wir mal unsere Geschwindigkeiten richtig ausfahren. So. Ja, ich finde die Sounds vom Fahrzeug auch eigentlich echt schön. Ich bin einmal mit dem Twindex gefahren. Ich glaube auf dem RE5 von Rostock aus Richtung Berlin. Und ja, ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel vom Sound mitbekommen, da ich an dem Tag ein wenig K.O. war und da hatte ich einfach nur noch Kopfhörer drin und wollte nach Hause. Ja, aber ich glaube generell ist in dem Fahrzeug gar nicht so laut, wie es hier ist. Vielleicht hier im ersten Wagen, aber hier zumindest in den im zweiten, dritten und vierten Wagen definitiv ist es da leiser. Ja, trotzdem finde ich den Sound hier wirklich sehr schön. Der klingt irgendwie authentisch. Ja, ich glaube, hier ist auch ein Sound-Update drauf. Aber okay. Oh, da sehen wir irgendwie fliegende... Na, jetzt haben sie nachgeladen. Fliegende Tannennadeln. Es sieht schon echt nicht schlecht aus hier, finde ich. So, dann sollte hier auch gleich tatsächlich eine Ortschaft kommen, wo wir aber durchfahren. Genau, hier. Oh, und da vorne sehe ich wahrscheinlich ein ICE. Ist es ein Velaro? Ja, ist es ein Velaro D. Sehr schön. Ja, leider kein ICE 4. Ich muss sagen, ich mag den ICE 4 mehr als den Velaro D. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich den ICE 4 öfter sehe als so ein Velaro. Ja, also hier im Berliner Bereich sehe ich zumindest meistens ICE 4 oder ICE 3. Ja, Velaro D ist dann doch eher selten. Ich habe gehört, dass der ICE 4 sowieso irgendwie ziemlich verhasst ist. Also, ich muss ehrlich zugeben, ich bin mit ihm noch nie gefahren, da ich sowieso sehr selten ICE fahre. Aber er ist wohl nicht so der beliebteste. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er in den Geschwindigkeiten, glaube ich, ein bisschen eingeschränkt ist. Zumindest eingeschränkter als manch anderer Zug. Ist natürlich schade drum. Aber ob der zum Beispiel jetzt so störanfällig ist oder nicht, das weiß ich leider alles gar nicht. Da ich mit dem Fahrzeug erstens nie wirklich gefahren bin und zweitens ich mich mit dem Fahrzeug nie wirklich auseinandergesetzt habe. Genau. So. Hier fahren wir auch nochmal durch. Können wir hier mal die Taste 4 nutzen. Zischt an uns vorbei. Ich weiß gar nicht. 160 ist ja jetzt gar nicht so schnell. Also ist ja mehr oder weniger so die Standard-Regionalbahn-Geschwindigkeit. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber es fühlt sich dann doch schon relativ schnell hier im Spiel an, finde ich zumindest. Ja, das kommt aber auch aufs Fahrzeug drauf an. Manche Fahrzeuge fühlen sich echt manchmal an, wenn man mit denen, weiß ich nicht, 200 fährt, als würde man 130 fahren. Ist so eine Gefühlssache, finde ich. Und dann, wie gesagt, aufs Fahrzeug drauf an. So, wir haben noch 13 Kilometer zu fahren nach Luckenwalde. Hier durch die Brandenburger Landschaften, glaube ich. Weiß gar nicht, können wir das hier bedienen? Nee, sieht mir nicht danach aus. Ah, es ist wirklich sehr idyllisch hier. Können wir hier nochmal ein Bild machen. Oder am besten, wenn irgendwie eine Kurve kommt oder so. Aber wir fahren ja hier meistens geradeaus.
Ja, hier stehen irgendwelche Leute mit ihren Autos. Vielleicht angeln sie. Weiß es nicht. Ja. Aber geschwindigkeitstechnisch sollte sich jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel verändern. Also wir bleiben jetzt erstmal wahrscheinlich konstant auf den 160. Außer wir bekommen irgendwie ein haltzeigendes Signal oder so. Was ich mir jetzt allerdings nicht vorstellen kann, da wir ja sowieso schon wahrscheinlich ein bisschen Verspätung haben und die Leitstelle ja gerade meinte, dass wir uns beeilen sollen und nicht mehr so viel trödeln sollen. So. Ja, hier ist auch alles grün. Super. Ja, ich bin dann gespannt, wie gesagt, wie die neuen ODEC-Fahrzeuge werden. Weil ich muss sagen, ich persönlich mag die ODEC sehr gern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die preislich so unterschiedlich ist zur DB oder ob die, aber ich denke mal, die haben die gleichen Preise. Ja, aber wenn man mal mit ihnen fährt, ist es meistens sehr angenehm, finde ich zumindest. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, die sind auch meistens, habe ich zumindest das Gefühl, sauberer und gepflegter, die Fahrzeuge, als bei der DB. Vor allem, wenn man sich mal jetzt zum Beispiel so einen KISS anschaut und dann so einen, ich sag mal, etwas älteren Dosto der DB. Klar, die DB hat halt ihren eigenen Charme. Aber ist dafür manchmal ein bisschen ungepflegt. Da habe ich zumindest manchmal das Gefühl. Wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt mit der ODEC, dann könnt ihr es mir ja gerne schreiben. Aber ich persönlich fahre sehr, sehr gerne mit der ODEC. Ist mir ein sehr sympathisches Unternehmen, sage ich mal. Ja, außerdem, ich weiß nicht, also deren Farbgebung mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Also dieses, ja, das ist ja hier fast schon orange. Aber dieses Gelb, Grün, Weiß, das passt schon irgendwie zusammen. Also irgendwie rundum stimmig. Und das meiste Personal, zumindest das, was ich angetroffen habe in ODEC-Zügen, war immer sehr freundlich. So, da kommt eine kleine Ortschaft. Oder ein kleiner Bahnhof. Weiß gar nicht, wie der heißt. Ich kann ja mal gucken. So. Woltersdorf. Okay. Dann sind wir jetzt durch Woltersdorf durch. Ja, wir sehen hier auch, die Remastered Edition bringt da nochmal so ein paar mehr Details auf die Strecke. Also zum Beispiel diese ganzen Schallmauern und Zäune, die hier an der Strecke sind. Weiß ich nicht, ob die auf der Originalstrecke auch so verbaut sind. Das kommt mir irgendwie nicht so vor. Es wirkt alles so ein bisschen frischer. Ja. So. Da vorne blinkt was. Glaube ich. Oder vielleicht waren es auch nur die Masten. Nein, da blinkt tatsächlich was. Heißt also, hier muss mal wieder ordentlich gebremst werden. Ah, ich hoffe mal, wir schaffen das. Ich würde jetzt ungern noch schärfer bremsen. Ich habe nicht Lust, dass mir die Fahrgäste hinten durch den Zug fliegen. Ja, das sollte so passen. So, ich glaube, wir müssen dann auf 80 runter. Heißt also, wir sind sowieso schon auf 80. Passt also. Und dann kommt hier auch gleich schon Luckenwalde. Und dann rollen wir da ganz gemächlich ein. Ich sehe da, ist es eine 6 oder 4? Es ist eine 6. Und ab hier dann 80. Aber können wir gleich weiter bremsen. So, gehen wir runter auf 60. Und lassen uns dann hier jetzt einfach mal ein bisschen rollen. Ich weiß gar nicht, ob die... Na, ich denke mal, dass die 60 dann ab Ende des Bahnsteigs sind. Genau, und dann rollen wir hier durch den weichen Bereich. So.
Und dann sind wir in Luckenwalde. Und versuchen auch hier nochmal die Harthafe richtig zu treffen. Die Harttafel ist mal wieder ganz am Ende des Bahnsteigs. Schade. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht eine hier näher an uns haben, aber dann rollen wir halt ganz durch. Auch kein Problem. Und kommen dann hier so, ja, ich denke, die Höhe sollte auch gehen. Hier so zum Stehen. Ganz sanft. So. Dann haben wir die Türen auf. Da vorne steht eine 151. Das ist natürlich sehr schön. Von DB Railion. Railion gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Schade drum. Und, oh. Die sehen interessant aus, die Güterwagen. Naja, gut. So. Da vorne kommt noch ein Kollege. Auch von der Odeck. So, Jüterburg, Gleis 3 um 16.56 Uhr. Mal gucken, ob wir das schaffen. Die Türen sollten ja geschlossen sein. Genau, perfekt. Und dann geht's los. Ausfahrt mit 60 km/h. Jetzt muss der Güterzug natürlich hier warten. Denn ich glaube, es ist so, dass Güterzüge im, zumindest im deutschen Schienennetz, immer ja, benachteiligt sind, sage ich mal. Also Personenzüge haben immer Vorrang. Genau. Aber der kann ja jetzt hier auch schon los. Sehr schön, diese zwei Altbau-Loks. Altbau-Loks, genau. So. Und da sehen wir hier gleich auf der rechten Seite noch einen Güterzug. So, wir gehen hoch auf 60. Jüterburg kommt in 12 Kilometern. Heißt also, da haben wir nochmal ein Stückchen zu fahren. Und fahren dann hier erstmal aus Luckenwalde wieder raus. Ist dann doch hier schon ein bisschen größere Gleisanlage. So, gucken wir es hier. Ah, eine 143. Also wir sehen, hier ist viel mit Altbau-Loks los. Genau. Und dann fahren wir jetzt aber Richtung Jüterburg. Okay, da sehen wir am Himmel Kampfjets, glaube ich. Tatsächlich. Krass. Das wusste ich gar nicht, dass es das im TS gibt. Beziehungsweise in diesem Szenario. Ja, dann machen die hier wahrscheinlich ihre Übungen. Interessant. Ja, hier mal kurz rausgucken. Ah, da drehen sie ihre Runden. Krass, okay. Ja, interessant. War nett, dass das hier eingebaut ist. Es gibt ja auch im, ich glaube im Köblitzer Bergland und auf dem Brennitzer Linienstern gibt es auch so fliegende Vögel. Wahrscheinlich ist es dann das gleiche System, nur dass man halt anstatt so ein Jet dann so ein Vogelsystem hat. Also ein Vogelmodell. Und hier sind schwebende Bäume. Das ist natürlich nicht so schön. Was ist das denn? Ah, jetzt schweben sie nicht mehr. Okay. Keine Ahnung. Magische Bäume. Ich weiß es nicht. Vielleicht laden die auch alle relativ spät, weil hier dann doch ja relativ viele Bäume stehen. Und die sind ja alle, glaube ich, relativ ähnlich vom Modell. Aber das ist so ein typisch,
ich weiß nicht, solche Wälder hat man in Brandenburg relativ viel. Ich weiß leider nicht, wie diese Baumart heißt, aber mit diesem ja relativ kahlen, hohen Stamm und dann oben halt das Geäst und all sowas. Ich weiß nicht, warum die hier im Bereich Brandenburg so viel sind, aber sie sind auf jeden Fall viel da. So, jetzt haben wir hier aber ein paar freie Flächen, ein paar Felder. Ich hatte das noch gar nicht gesagt. Ich hoffe, dass es hier mit dem Sound alles stimmt. Denn ich hatte richtige Soundprobleme hier mit dem Video. Mein Aufnahmeprogramm hat mal wieder ein bisschen rumgesponnen. Also ich hoffe, das passt alles soweit. Kann sein, dass ich manchmal lauter oder leiser werde. Wir werden es später sehen. So, Jüterbog kommt auch schon in 4 Kilometern. Da kommt uns noch ein Kollege entgegen mit der Baureihe 101, einem Intercity. Natürlich mit dem nicht so schönen Modell von DTG. Da gibt es eine schönere 101 von VR, aber da will ich mich nicht drüber beschweren. Ist ja nur KI-Verkehr. So, hier ist auch alles grün. Das ist wunderbar. Und dann sehe ich da hinten auf dem Head-Up-Display auch schon Jüterbog auf Gleis 3. Können wir mal die Leistung wegnehmen und lassen uns dann mal so ganz sanft ausrollen. Hier kann man ja auch nochmal ein Bildchen machen. Sehr schön. So. Und dann kommen wir hier so langsam in die Gegend von Jüterbog. Mit ziemlichem Tempo. Ich hoffe, wir bekommen jetzt keine Geschwindigkeitsfeier. Ah, gut, das sollte passen. Ja, da vorne sehe ich was Rotes auf unserem Gleis. Na, vielleicht werden wir noch umgeleitet. So. Also auf ein anderes Gleis, wenn dann. Das sieht mir bisher... Nee, wir bleiben, oder? Na, ja, wir werden tatsächlich. Okay. Interessant, dass wir keine Geschwindigkeitsveränderung bekommen haben. Aber okay. Gut, damit fahren wir in Jüterbog ein. Versuchen auch hier nochmal die Harttafel zu treffen. Na gut. Na, ich denke, wir bleiben hier stehen. So, lassen den mal auf der Bremsstufe 4. Und warten einfach, dass der Zug hier ankommt. Ja, und damit bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Das war ja natürlich wieder mal, wie immer, eine etwas chaotische Folge durch die Bremsen und all sowas. Das Ganze typische halt. Aber wie gesagt, danke sehr, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wundervollen Tag. Haut rein, bis dahin, ciao.